Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einem weiteren Video. Diesmal mit dem Thema Gerüchte. There is no version of this where you come out on top. Let me infiltrate the beat. Concentrate the heat. If you ain't on my level, fuck it, let me be. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal erklären, was sind eigentlich Gerüchte? Erstens, Gerüchte hat nichts mit deiner Person zu tun. Gerüchte entstehen immer durch andere Personen, die zu dir sagen, mach das nicht, du schaffst das nicht, du kannst das nicht. Obwohl die nicht mal die Erfahrung gesammelt haben, aber meinen zu wissen, was gut für dich ist oder nicht. Lass mich euch ein Beispiel erklären. Zum Beispiel, ich bin mit meinem besten Freund letztes Jahr nach Türkei gereist. Und alle haben zu mir gesagt, flieg nicht nach Türkei, da ist es politische Probleme, dort ist es gefährlich, du wirst verhaftet, du wirst festgenommen, du wirst bombardiert, was weiß ich. Und letztendlich bin ich trotzdem verreist, denn ich habe zu mir gesagt, ich werde niemals wirklich erfahren, wie es ist, wenn ich es nicht ausprobiere, wenn ich es nicht selber erlebe. Und wisst ihr was? Es war eigentlich einer meiner geilsten Reisen, die ich jemals erlebt habe. Und stellt euch mal vor, ich hätte auf diese Gerüchte gehört und ich wäre nicht dorthin geflogen. Und ich hätte nicht das erlebt, nicht diesen Spaß gehabt, den ich jetzt doch erlebt habe. Ein zweites Beispiel ist mit Kinofilmen. Jeder von uns kennt das. Ein Freund von euch ist in einen Kinofilm gegangen und ihr fragt ihn, hey, wie war das? Und je nachdem sagt er, ja, war geil oder scheiße. Und angenommen, er sagt, das war schlecht. Was macht ihr? Hört ihr auf diese Person und geht nicht mehr in den Film rein? Oder ihr sagt ja, okay, ich bilde mir jetzt meine eigene Meinung. Ich gehe in den Film rein, ich schaue es mir trotzdem an und werde feststellen, dass der Film doch eigentlich ganz geil ist und genau nach meinem Geschmack entspricht. Und du wirst es niemals erfahren, wenn du es nicht selber ausprobierst, wenn du es selber testest. Und genauso ist es auch im Geschäft. Viele Leute fragen mich, hey André, ist es nicht eigentlich schwierig, selbstständig zu sein? Ist es nicht kompliziert? Ist es nicht schwer? Und die eigentliche Frage, ist es eigentlich wirklich schwierig? Ist es eigentlich wirklich kompliziert? Und ich möchte euch mal meine Story erzählen. Mein Traum war es immer, mit dem Flugzeug zur Arbeit zu fliegen. Und alle haben zu mir gesagt, selbst meine Eltern haben zu mir gesagt, nein, du schaffst das nicht, es ist unmöglich, das ist nur ein Traum, sowas gibt es nicht. Hör auf und probier es erst gar nicht. Schaut mich jetzt an. Ich fliege zur Arbeit. Und mein Tipp für dich ist, wenn du was machen willst, dann zieh es durch. Bild dir deine eigene Meinung, sammle deine eigene Erfahrung an und urteile dann. Du wirst viele Menschen kennenlernen, die Nein sagen. Und das sind dann die sogenannten Neinsager. Aber ich möchte dich was fragen. Was gibt es mehr? Die, die Ja sagen oder die, die Nein sagen? Und wenn du dieses Video hier anschaust, dann bist du hungrig. Du möchtest mehr. Du müsst öfters Ja sagen. Denn Neinsager gibt es zu viele. Und weißt du, was das Geile daran ist? Meine Ziele, meine Träume habe ich ermöglicht durch ein Ja.